Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen nach dem Drittligaspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim 1846 und Wien Wiesbaden. Der Endstand ist bekannt, 0:2. Ich darf unseren Gästetrainer, Herrn Thierry, bitten, die 90 Minuten aus seiner Sicht zusammenzufassen. Ja, erst einmal schönen guten Tag. Ja, ich glaube, wir haben hier ein sehr aufregendes Spiel gesehen von Anfang an. Beide Mannschaften waren sehr engagiert, haben ein gutes Spiel gemacht. Da war sehr viel Druck dahinter, sehr viel Power dahinter, auch in den Zweikämpfen. Wobei das Ganze, muss ich sagen, auch von den Zweikämpfen her, war wirklich alles fair, alles im Erlaubten. War zwar eine harte Partie, aber war okay. Wir sind mit der ersten Möglichkeit mit den Elfmetern in Führung gegangen. Und dann ging das Spiel halt hin und her, dann gab es auf beiden Seiten jetzt nicht die riesen Chancen, bis der in der zweiten Halbzeit der Zimmer allein aufs Tor zuläuft. Da hätte er eigentlich schon das 2-0 machen müssen. Aber gut, haben wir uns halt bis zum Schluss durchgezittert, haben dann noch das 2-0 gemacht. Und ja, ich freue mich über den Sieg, aber so richtig freuen kann ich mich nicht, weil der Thorsten Back mit Achilles, die Achillessehne ist gerissen. Das heißt, er wird uns fehlen. Ja, da fehlen mir wirklich die Worte. Danke. Dankeschön. Freund, ich darf dich bitten, die 90 Minuten aus deiner Sicht zusammenzufassen. Ja, zunächst mal auch von mir und natürlich von allen Heidenheimern gute Besserung an den Thorsten. Das ist natürlich nicht schön, da kann man sich wohl nicht über den Sieg freuen, aber aus unserer Sicht, wenn man das Spiel bewertet, gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Wir haben uns viel vorgenommen und die erste, denke ich mal, Viertelstunde eigentlich bis zum Gegentor haben wir versucht, kontrolliert das Spiel zu machen. Wien hat abgewartet, hat sehr gut verteidigt, wir haben die Lücke nicht gefunden. Dann verlieren wir in der Vorwärtsbewegung den Ball, es kommt ein Diagonalball und dann stimmt die Abstimmung nicht, die Absicherung nicht und dann kommt es zu der Elfmetersituation. Ja, da liegen wir 1-0 hinten und mussten hinterher rennen. Es war jetzt sowieso nicht einfach für die Mannschaft auf dem Spielfeld. Kämpferisch, kein Vorwurf. Wir haben alles probiert. Spielerisch hat uns heute die Idee gefehlt. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir die ein oder andere Chance gehabt. Aber wie der Gino gerade schon gesagt hat, es war ein giftiges Spiel. Es waren sehr viele Zweikämpfe. Wir haben uns in jeden Zweikampf auch reingehauen. Und ich denke, ich kann ihn dabei pflichten. Das war kein unfaires Spiel, aber es ging zur Sache. Ich denke, so ist es mit zwei Mannschaften, die am 7. Spieltag die Chance haben, ganz vorne sich erstmal festzusetzen. Von daher schade, dass wir die paar wenigen Chancen, die wir gehabt haben, Paddy Meier, der Pfostenschuss von Marc Schnatterer, Kopfball von Florian Krebs und auch von Christian Weisel, aber so richtig spielerisch, wie gesagt, ist uns nichts gelungen, dass dann das 2-0 noch fällt. Da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles investiert, alles probiert. Die Mannschaft ist an ihre Grenze gegangen, wurde nicht belohnt. Aber wichtig ist, nach so einem Spiel, das wehtut, mit allen Begleitumständen heute, so möchte ich es mal nennen, wieder aufzustehen. Und ich hoffe, dass sich alle besinnen und wieder enger zusammenrücken. Danke.